MI5-Mitarbeiterin. Danke, Nick. Und ich bedanke mich beim CCC, dass Sie mich zurück eingeladen haben. Ich hatte auch schon die Ehre, in Berlin zu sprechen. Und anscheinend gefällt es dem CCC zu leiden, wenn Sie mich nochmal sprechen lassen. Und das muss auch hier der größte Raum sein, den Sie hier haben. Und es ist unglaublich schön, so viele Menschen hier zu sehen. Und ihr wisst ja das alte Sprichwort, die Größe, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf das, was man damit macht. Deswegen konzentrieren Sie sich auf sehr kurze Zeit. Wie Nick schon gesagt hat, habe ich als Offizier des britischen Geheimdienstes gearbeitet, des Inlandsgeheimdienstes MI5. Und zwar damals noch in der Dinosaurierzeit in den späten 90ern. Und ich und mein ehemaliger Partner David Shaler haben jeweils sechs Jahre dort gearbeitet und sind dann zurückgetreten, um eben Informanten zu werden. Wir waren dann sozusagen die Whistleblower 1.0. Und jetzt sehen wir die Früchte unserer Arbeit mit wundervollen Leuten wie Edward Snowden, die jetzt kommen und das weiterführen. Und das feiern wir heute. Um nur ein bisschen nochmal einen Rückblick zu machen für die Leute, die sich meine stundenlange Präsentation vom letzten Mal nicht angeschaut haben. Ich habe in den 90ern für den MI5 gearbeitet und es gab diesen ganzen Katalog von Verbrechen, die diese britischen Spione verbrochen haben, weswegen wir dann zurückgetreten sind. Es gab vor allem zum Beispiel Dateien zu allen Ministern. Es gab Bomben, die von den irischen Extremisten in die Straßen gesetzt wurden und die wir eigentlich hätten verhindern können. Es gab Unschuldige, die ins Gefängnis gegangen sind für Verbrechen, die sie nicht begangen haben. Illegale Telefonüberwachung. Und etwas, was wir den Gaddafi-Plan oder die Gaddafi-Verschwörung nennen könnten. Das war der MI6, also der Auslandsgeheimdienst, der bekannte islamische Extremisten finanziert hat. Und sie versucht haben, Gaddafi in 1996 zu töten. Es war illegal und es hat nicht geklappt. Und Gaddafi hat letztendlich überlebt und ist dann aber in 2011 von Kräften gestürzt worden, die von der CIA und vom MI6 unterstützt wurden. Wir haben uns dann entschieden, zurückzutreten und Whistleblower zu werden und durch ganz Europa zu fliehen. Das war 1997. Wir mussten wirklich fliehen für wortwörtlich Monate mit MI5, der uns verfolgt hat. Wir mussten uns verstecken in einem kleinen Bauernhaus in Frankreich. David, mein Partner, musste für 6 Jahre im Exil leben und er ist zweimal ins Gefängnis gegangen. Zuerst in 1998, die britische Regierung die französische Regierung dazu bringen wollte, ihn auszuliefern. Und dann ein zweites Mal, 2000, als er freiwillig nach Großbritannien zurückgekommen ist und dann natürlich wieder ins Gefängnis geschickt wurde. Und er hat einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt für seinen Mut. Ich habe auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, dass ich Whistleblower geworden bin. Und viele unsere Freunde, alle Leute um uns herum haben auch einen hohen Preis gezahlt. Leute, die uns geholfen haben, Journalisten, Aktivisten, sind festgenommen werden und sind teilweise verurteilt worden dafür, dass sie uns geholfen und unsere Arbeit vermittelt haben. Aber das ist Geschichte, das war in den 90ern, das ist Ewigkeiten her. In einer Zeit, als Kryptographie etwas war, von dem niemand wirklich etwas wusste. Aber eine Sache, die ich damals gelernt habe, es gab ein paar Sachen, die ich gelernt habe. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie die Medien kontrolliert werden können und wie sie von den Geheimdiensten kontrolliert werden, noch viel mehr als von den Regierungen. Und zweitens der Wert der Privatsphäre. Denn in dieser Zeit und auch seitdem, ich habe immer noch ein paar paranoide Momente immer wieder. In diesen Jahren wussten wir, dass wir verfolgt und verfolgt wurden. Und wir wussten, dass unsere Kommunikation überwacht werden würde.
Wir waren Teil davon, wir wussten, wie sie es taten. Wir wussten, dass E-Mails nicht sicher waren, dass Telefone nicht sicher waren. Wir wussten auch, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gab, dass es tatsächlich Bugs gab, die in unseren, dass es Wanzen gab, die in unseren Häusern waren, sogar in unseren Schlafzimmern. Wir wussten, dass einige unserer Freunde von der Geheimpolizei von Großbritannien unter Druck gesetzt worden sind, uns zu verraten. Und das ist es, was es bedeutet, ohne Privatsphäre zu leben, was es bedeutet, in einem Stasi-Staat zu leben, eine Geheimpolizei unter einem totalitären Regime. Und wir hatten es früher, weil wir eben etwas Besonderes gemacht haben. Wir sind Whistleblower geworden. Wir haben das nicht erwartet. Wir haben es erwartet, aber es ist trotzdem nicht einfach, damit zu leben. Es trägt den menschlichen Geist ab. Es ist schrecklich, dass alles, was man sagt, alles, was man tut, selbst wenn man nur sich nur eine private Konversation mit seiner Mutter hat, das wird alles abgehört von einem grauen Menschen in einem grauen Büro. Und man zensiert sich selbst. Man macht sich Sorgen, was man im Internet sucht, was man sagt, was man aus Versehen herausgibt, indem man über sein Privatleben spricht. Und das mussten wir aushalten und damit mussten wir leben. Und jetzt wissen wir natürlich, dass wir abgehört werden, dass wir beobachtet werden, dass wir unter Beobachtung stehen. Und das ist beeindruckend schwer. Und das ist, warum ich mich weiterhin, für Privatsphäre kämpfe, warum ich meine Mission gegen die Geheimdienste immer noch sich fortführt. Aber dieser Talk war ursprünglich als ein Talk über die vier Kriege angekündigt, was ein bisschen melodramatisch klingen könnte, aber hört mal zu. Und über dieses Thema habe ich angefangen nachzudenken im letzten Jahr. Einer meiner Jobs ist der europäische Chef einer eine NGO für Menschenrechte, und wir alle sagen aufgrund unserer persönlichen Erfahrung, dass wir sagen, dass diese vielen Verträge, es hat viele Dinge haben nicht funktioniert. Hier gibt es diese vier Kriege, von denen wir geredet haben. Es gibt den Krieg gegen die Drogen, den Krieg gegen den Terror, den Krieg gegen das Internet, den ihr alle als Experten kennt, und natürlich auch den Krieg gegen die Whistleblower. Und wie sind alle diese Kriege verbunden in meinem paranoiden Verstand? Lass es mich erklären. Ich sehe all diese Kriege als ganz grundsätzliche Versuche, unsere fundamentalen Freiheiten und Rechte zu zerstören und zu eruieren, um all unsere Versuche, die wir getan haben, um dafür zu kämpfen, für diese europäischen Menschenrechte und für die fundamentalen Rechte, diese Rechte, dass wir nicht einfach entführt und getötet werden und gefoltert werden können, dass unser Recht auf Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt werden kann. Was wir uns jetzt anschauen, denke ich, über die letzten 50 Jahre gab es diese Bewegung gegen diese Rechte. Die Erklärung der Menschenrechte wurde unterschrieben in 1958, und doch seitdem haben wir etwas gesehen, dass Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte. Die versuchten, diese Rechte wieder abzuschaffen, nur für ihre eigenen Interessen. Ich denke, der Krieg gegen die Drogen ist die erste Version dieses Kampfes gewesen. Ich denke, natürlich, der Krieg gegen Drogen, Drogen sind böse und wir brauchen eine drogenfreie Welt. Naja. Wir haben eine Situation, in der der Krieg gegen die Drogen seit 50 Jahren benutzt wird, um unsere Freiheiten, unsere fundamentalen Freiheiten nach und nach zu zerstören. Es ist ein Grund geworden, in die Häuser von Menschen einzubrechen und bestimmte ethnische Minderheiten zu Zielscheiben zu machen. Und es ist vor allem auch ein Grund geworden, wie die USA es gerne sagen, in anderen Ländern zu intervenieren, überall auf der Welt, wo sie vielleicht auch andere strategische Interessen haben, unter anderem zum Beispiel Lateinamerika und auch Zentralasien, Afrika. Und ich denke, dass dieser Drogenhandel wird angenommen bei
$1 Trillion pro Jahr. Und kein organisiertes kriminelles Kartell oder die offiziellen Kriminellen in unserem Bankensystem. Es gibt hier einen kleinen Applaus. Und dieses Geld geht aber auch in die Hände von Organisationen, die eigentlich unsere Feinde sein sollten, und die terroristischen Feinde. Es ist klar, dass die Hälfte der Organisationen, die als Terroristen bezahlt werden, zur Hälfte von Drogengeld finanziert. Also auf der einen Seite verbieten wir Drogenhandel und auf der anderen Seite dadurch wird der Krieg gegen die Drogen geschaffen. Und zur gleichen Zeit wollen wir diesen Krieg gegen den Terror kämpfen. Es ist dieses Modell, um Gewinn zu machen. Genau, ein Geschäftsmodell. Es gibt diesen wunderbaren Komplex, wo es so wunderbar funktioniert. Sogar in Afghanistan, das wir befreit haben, und sie sind alle glücklich gewesen vor 10 Jahren. Und damals, es wurde geschätzt, dass während der westlichen Besetzung, dass die Mohnproduktion quer über das Land sich verdoppelt hat. Und als dann die Briten übernommen haben, hat sie sich verdreifacht. Und das wird weiter so gehen dieses Jahr. Super, oder? Aber, egal. Das ist ein großes Problem. Aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren weggehen, weil es gibt große Schritte in die Gesetze zu reduzieren, die diese Drogen illegalisieren. In manchen Ländern legalisieren sie diese Drogen sogar und verlangen dafür Steuern. Und sogar in Amerika selbst, der Speerspitze des Kriegs gegen die Drogen, haben manche Staaten den Genuss von Cannabis sogar zum Spaß jetzt erlaubt. Gerechtfertigter Applaus. Und manche Staaten haben es auch für medizinische Benutzung freigegeben. Aber das liegt nicht daran, dass der gemeine Menschensinn jetzt wieder sich durchsetzt, sondern es ist, weil sie es nicht mehr brauchen. Was wir jetzt haben, ist nämlich der Krieg gegen den Terror. Ganz neues, leuchtendes Spielzeug, super, um Infektionen über den ganzen Planeten zu fahren. Wieder Applaus. Der Krieg gegen den Terror nach dem 11. September, nachdem die Geheimdienste ihre Handschuhe abgenommen haben und die Ärmel hochgekrempelt haben, war die perfekte Vorlage, um unsere gesamten bürgerlichen Freiheiten zu reduzieren und zu untergraben in allen Teilen, in allen Ländern und allen Teilen unseres Lebens. Alles, was wir als Terror, was auch immer das ist, bezeichnen, oder alles, was wir als gefährlich für unsere Sicherheit bezeichnen, was auch immer das ist, wir haben die Situation, dass nicht nur unsere Rechte verschwinden, sondern wir haben eine Situation, an der der Präsident an einem Dienstag in den Vereinigten Staaten setzt sich hin und er kriegt eine Liste vom CIA mit allen Petzen, mit verschiedenen Hinweisen, die zum Beispiel sagen, das ist ein Terrorist und das ist die CIA-Tötungsliste und er unterschreibt die. Und wenn er diese Liste unterschreibt, dann sind alle Menschen auf dieser Liste sind freiwillig. Diese Menschen werden von Kindern in Amerika angegriffen, die Computerspiele spielen mit ihren Drohnen und dann diese Menschen töten. Wo ganze Familien und Hochzeiten und ganze Dörfer ausgelöscht werden, weil sie als unsichtbare Bedrohungen für Amerika angesehen haben. Das sieht aber in Großbritannien nicht anders aus. In Lincolnshire gibt es eine RAF-Basis, also eine Basis der britischen Luftwaffe, die genau das Gleiche tut. Und das ist ekelerregend. Wieder Applaus. Wir haben eine Situation, in der die großbritannischen Spione herausgefordert wurden und sie wurden verurteilt, und weil sie nämlich verdächtige Personen gefoltert worden. Und plötzlich wurde aber niemand vor ein Gericht gestellt. Niemand wurde in ein Gefängnis geworfen, weil sie Leute gefoltert haben. Dies sind Leute, mit denen ich gearbeitet habe, und es ist wirklich schrecklich. Sie werden beschützt und sie werden von der Regierung und dem System, das wir haben, beschützt. Und das ist alles Teil von dem, was ich als den wachsenden Faschismus sehe. Und ich denke, das ist wirklich das richtige Wort. Es ist ein wachsender Faschismus. Wieder
Applaus. Ich sage das bewusst und benutze Mussolinis Definition von Faschismus. Genau diesen Faschismus, den sehen wir nämlich. Das werdet ihr bald sehen. Wenn wir jetzt über den Krieg gegen das Internet sprechen, ich werde das nicht in zu viele Details gehen, weil dieses Publikum kennt diese Details, aber die Enthüllungen von Edward Snowden haben ganz genau klargelegt, die Größe und Breite und Tiefe der wirtschaftlichen Seite des Internets und der staatlichen Seite des Internets, die da mitgemacht haben. Es geht da nicht darum, nicht nur darum, den freien Fluss der Informationen herauszufinden, sondern es geht auch darum, die Copyright-Kriege zu beeindrucken und auch einfach den Fluss von interessanter Information zu stoppen. Und sie kommen also von zwei Seiten auf uns zu. Die großen Firmen haben den großen Firmen wurde nachgewiesen, dass sie da eben mitmachen bei diesem, bei dieser Spionage durch das NSA. Und gleichzeitig wurde, wissen wir aber, dass sie große internationale Verträge. Und wir sehen diese Verträge, die es gibt, die uns zeigen, die wirklich diesen riesigen Kooperatismus, die Macht, die diese Firmen mittlerweile haben, die Art, wie diese Firmen, wirtschaftliche Vertreter, unseren gewählten Regierungen sagen können, sie unterschreiben hier, sie können es noch nicht einmal lesen, aber sie unterschreiben hier. Und wenn das nicht die Definition eines zu großen Kooperatismus, einer zu großen Wirtschaftsmacht ist, wenn das nicht das ist, was auch in Deutschland passiert ist in der Vergangenheit, dann weiß ich nicht, wie ich es anders nennen soll als Faschismus. Wieder Applaus. Und dann natürlich auch den Kampf dagegen, die Whistleblower und den Kampf, den es dagegen gibt, den wir nicht vermeiden können. Ich denke, dies ist der letzte Grad von Korruption, den wir in dieser Art haben. Es geht nicht nur um die Geheimdienste. Es gab diese ganzen Whistleblower aus dem Bankensystem. Sie waren da und sie brauchten eine Stimme, sie brauchten Schutz. Und Snowden ist einfach, er hat das Beste getan für die Welt. Es gab viele andere Whistleblower aus der NSA, Thomas Drake, John Kiriakou aus der CIA, der aufgezeigt hat, dass sie gefoltert haben, obwohl die Leute, die gefoltert haben, nicht im Gefängnis sind, ist er nun im Gefängnis. Und es gibt diese ganzen Whistleblower, die herausgekommen sind. Und es ist diese typische Praktik, den Überbringer der Botschaft zu erschießen und nicht und sich nicht mit der Botschaft selber zu beschäftigen. Es gibt diese Situation in Amerika, es gibt dieses Gesetz aus den 80ern, das gegen Whistleblower verwendet wird, nicht gegen Spione. Und Präsident Obama hat in seinen zwei Amtszeiten mehr als alle anderen Präsidenten vorher dieses Gesetz gegen die Whistleblower verwendet. Und weil dieses Gesetz verwendet wird, wissen wir einfach nicht Bescheid. Und wir müssen aber Bescheid wissen über Whistleblower. Wir sind also in einer Situation, wenn wir diese Leute nicht haben, wenn wir keine Whistleblower, wenn die Whistleblower nicht überleben können, dass sie sich aufzeigen, dann wird es in Zukunft keine Whistleblower mehr geben. Das ist eines der Dinge, in der WikiLeaks sehr gut war, Leute wie Edward Snowden zu unterstützen und Wege und Möglichkeiten zu bieten, wie diese Whistleblower ihre Informationen an die Öffentlichkeit bringen können. Und es ist auch eine Sache, die wir alle unterstützen müssen. Wir müssen es alle beschützen. Wir müssen diese zukünftigen Whistleblower ermutigen. Es gibt die Seite freesnowden.is und ihr könnt alle spenden, um ihn zu verteidigen. Er ist nicht jemand, er wird ein bisschen mehr als ein paar rechtliche Kämpfe auszutragen haben. Es gibt andere Kampagnen, Jeremy Hammond, Julian Assange, John Kiriakou und Alan Carter. Und es gibt just einfach so viele von ihnen. Wir brauchen Leute, die den Mut haben, aufzustehen und zu kämpfen. Aber diejenigen, wenn wir sehen, dass die sich trauen, zerstört werden, dass sie nicht einfach ihre Familie verlieren oder ihren Job, dass sie wirklich alles verlieren, dann werden mögliche zukünftige Whistleblower, von denen vielleicht ein paar hier sitzen, vielleicht gibt es ein paar hier, die denken, ich arbeite in dieser Organisation, ich sehe, dass diese Dinge schieflaufen und ich sehe, dass ich als eine einzige Person kann einen Unterschied machen.
Wir müssen diese Menschen ermutigen. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie dieses überleben können und dass sie viel mehr aufblühen können, trotz dieser Gegenwehr. Also was wir jetzt momentan aufbauen, ist eine Art Regenschirm, eine Schutzschirm, verschiedene Organisationen, um diesen Menschen zu helfen. Wieder Applaus. Und das wird helfen, diese Spenden und diese Unterstützung ein bisschen dahin zu bringen, wo sie hingehört. Und es wird uns helfen, zu zeigen, dass wir diese Leute schätzen. Und das ist genau das, was wir Mut nennen. Viele Journalisten sind Whistleblower, glauben, sie sind Whistleblower. Sie sind super, sie kriegen Preise und dann werden sie aber irgendwann einfach fallen gelassen. Und wir möchten zeigen, dass das eben nicht sein kann. Wir möchten zeigen, dass Whistleblower mutig sein können und dass wir sie ermutigen können, dass es weitergeht. Deswegen gibt es jetzt diese neue Gruppe, die wir gegründet haben. Und wir möchten die existierenden Whistleblower unterstützen, aber wir möchten auch weitere Whistleblower unterstützen, dass sie sich zeigen. Wir möchten sicherstellen, dass die unsere sofortige Unterstützung bekommen, unsere Anerkennung, unsere Belohnung. Weil das ist eine sehr, sehr angsteinflößende und das ist ein sehr einsamer Prozess, durch den man geht, wenn man aus der Flucht ist, wenn man durch Dekaden, wenn man durch Jahrzehnte von Jahren von Gefängnis bedroht wird. Deswegen besucht unsere neue Webseite, zum Beispiel encouragecamp.ch. Geht auf meine Webseite einfach, dann könnt ihr auf jeden Fall den richtigen Link finden. Und wir möchten neue Whistleblower ermutigen, weil ohne sie haben wir keine Ahnung, was hinter den Szenen vor sich geht. Die Gesetze unterbinden und unterdrücken mehr und mehr jeglichen Widerstand, aber genau das brauchen wir als eine Organisation, als eine Gruppe, als eine Gemeinschaft. Weil, ich habe das ja schon oft gesagt, der politische Prozess ist kaputt. Demokratie ist ein Geschäft. Applaus. Wir können nicht Widerstand leisten auf die Art und Weise, wie wir das bisher dachten, dass wir könnten. Es gibt überall Spionen in den Demos. Es gibt keine Privatsphäre. Wir können das nicht planen. Wir können nicht denken. Wir können nicht schreiben. Wir können nicht frei kommunizieren. Aber unsere Community, eure Community, wir sind die erste Verteidigungslinie. Wir sollten uns nicht mehr den Widerstand, wir sollten uns ab jetzt den Widerstand nennen, weil das sind wir nämlich. Bitte geht nach vorne, bitte kommt nach vorne und bitte kämpft. Wieder sehr lauter Applaus. Jetzt gibt es hier gerade noch Standing Ovations für die gute Dame. Vielen Dank für den Applaus. Vielen Dank für diesen Applaus. Und seid bereit für einen nächsten Talk in einer Minute. Vielen Dank, Annie. Sie hat ihren Talk verkürzt zu 20 Minuten. Sie hätte uns viel, viel mehr erzählen können. Es tut mir so leid. Es war auch meine Schuld. Also noch einmal einen großen Applaus für Annie, bitte. Den sie auch bekommt.